Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei meinem Kanal Schöner Wohnen und Gesund Leben. Heute dreht sich alles um die biologische Schädlingsbekämpfung. Jedes Jahr, Frühjahr, Sommer oder dann auch im frühen Herbst passiert es, dass wir doch an unseren Pflanzen feststellen, ob drinnen oder draußen, dass wir kleine Schädlinge auf den Pflanzen haben. In dem Fall heute Blattläuse. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, woran ihr das erkennt, es ist dann auf den Blättern Weißes zu sehen und das ist so ein klebriger Film. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Das ist die Ausscheidung der Blattläuse. Dann noch die große Frage, warum sollte man das überhaupt tun, die Blattläuse bekämpfen? Sie gehen an die kleinen Jungtriebe ran und an die Früchte und saugen dann den Saft da heraus und beschädigen somit die komplette Pflanze. Deswegen also das Ganze bekämpfen. Man braucht dafür nicht sofort Chemie verwenden, sondern alles rein biologisch. Und hier zeige ich mal drei Sachen, die man wunderbar machen kann, nämlich zum einen schwarzen Tee, Zwiebeln und Knoblauch oder Brennnesseln. Brennnessel hier zu sagen, Brennnesselbrühe, keine Jauche. Das heißt also nicht abgestanden, sondern wirklich frisch kochen und dann den Sud gleich verwenden. Ich habe heute einmal abgekocht den schwarzen Tee auf 1 Liter, 2 Teelöffel, das Ganze 15 Minuten köcheln lassen, dann 15 Minuten ziehen, kalt werden lassen und das werden wir jetzt in einen Behälter geben und dann einfach auf die Pflanze aufsprühen. Das gleiche hier bei den Zwiebeln mit Knoblauch, das Ganze klein schneiden, in einen Topf geben, auch wieder auf 1 Liter, schön ziehen lassen und dann danach als Sprühung verwenden. Gleiche bei der Brennnessel. So, dann füllen wir das mal in das Gefäß einmal hier um, den Sud. Ganz wichtig ist, in dem Moment, wenn ihr die Schädlingsbekämpfung macht, nehmt es raus aus dem Ort, wo ihr die Pflanze zu stehen habt, am besten draußen, so wie ich das heute mit euch mache. Und versuchen, die Pflanze 1-2 Tage draußen stehen zu lassen, bis ihr ganz sicher seid, dass eben keine Blattläuse mehr da sind. Und natürlich auch bitte die nebenstehenden Pflanzen überprüfen, dass die keinen Befall haben von den Blattläusen, denn es passiert sehr schnell, das kann man hier eben sehen, die beiden Pflanzen haben nebeneinander gestanden und man kann es jetzt hier sehr schön sehen, dass die Pflanze eben bereits auch befallen ist, weil sie eben nebeneinander gestanden haben. So, jetzt besprühen wir das einmal kräftig. Gut. Am besten wirklich schön reichlich. Und diesen Vorgang dann bitte gern wiederholen, so lange, bis ihr seht in den nächsten Tagen, dass wirklich die Blattläuse verschwunden sind. Ganz wichtig ist es wirklich hier, dass es biologisch ist. Denn auch gerade an der Pflanze hier zum Beispiel möchte ich noch mal ganz kurz zeigen, hier hinten hängt eben auch schon eine kleine Frucht, eine Chili dran. Und es wäre doch schade, wenn uns die dadurch verloren geht, kaputt geht, weil eben die Blattläuse den Pflanzensaft aussaugen. Einfach wirklich schön nass besprühen und wie gesagt, dann draußen stehen lassen das Ganze. Und dadurch, dass es natürlich großflächig besprüht wird, auch an den Umkreis denken, weil es eben doch sehr nass wird. Hier oben noch ein bisschen. Hier oben auch. Und dann denke ich, für den Moment sollte es jetzt das erstmal gewesen sein. Als Kontrolle, wie gesagt, ihr könnt euch da gerne anschauen. Die kleinen Blattläuse sind entweder weiß, braun oder grün. Es muss eben von dem Blatt später das Weiße, was die Ausscheidung ist von den Blattläusen, das muss eben später weg sein und eben auch dieses Klebrige. Und wenn ihr eben diese kleinen, die hier wirklich, man sieht es hier sehr, sehr gut, wenn die da nicht mehr dran sitzen,
dann ist das in Ordnung. Wenn ihr generell das vorbeugen wollt, dann kann ich auch noch einen guten Tipp geben. Das hilft allerdings nicht mehr, wenn die Blattläuse schon drauf sind. Aber wenn ihr generell keinen Blattläusebefall haben wollt, in dem Moment, wo ihr die Pflanze eintopft, gebt ihr einfach den Knoblauch schon mit in die Erde. Das mögen nämlich den sehr starken, bissigen Geruch vom Knoblauch, mögen nämlich die Blattläuse nicht und dann passiert es erst gar nicht. Nützt aber nichts mehr, wenn die Blattläuse bereits da sind. So, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch natürlich viel, viel Spaß beim Nachmachen. Würde mich natürlich gerne freuen über einen Daumen nach oben, sowie das Teilen meines Videos mit euren Freunden, Lieben und Bekannten. Für das Abonnieren meines Kanals Schöner Wohnen und Gesund Leben würde ich mich natürlich auch sehr freuen, würde mir sehr helfen. Ja, und so sage ich für heute, bin ich raus. Ade 4, die Tschüssi, Baba.